Ja, willkommen Leute, P7 Apps hier. Willkommen zu Darksiders 2, The Dead in TVs Edition. Ja, das Spiel habe ich neu, ich weiß nicht, ob das schon länger auf dem Markt ist, ich denke wohl, bei PS Network durch die Goldmitgliedschaft konnte ich das kostenlos runterladen. Das gibt es ja, so monatliche Spiele, welche man sonst runterladen kann. So, ich habe mich über das Spiel überhaupt nicht informiert. Ich wollte nicht von vornherein wissen, um was es geht, was es ist und alles. Ich habe mich einfach mal hinreißen lassen und gesagt, ja, das versuchen wir jetzt einfach mal zusammen. Dann starten wir mal. So, Speicherplatz ist klar. Nehmen wir mal einen neuen. Untertitel, ja. Schwierigkeitsgrad. Ah, da. Machen wir nochmal. Kamera, Steuerung brauchen wir nicht, können wir so lassen. Und dann schauen wir mal. Ja Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung bei dem Spiel. Fähigkeiten können wir aber gerade. Im Schnellzugriff können Sie den auch den Kurzbefehl zuweisen. Drücken Sie und okay. Es gibt kein Leben ohne Ordnung. Gut, böse, Finsternis, Licht. Es muss Gleichgewicht im Universum herrschen. So lautet der Erlass des Feurigen Rates, einer uralten Institution vom Schöpfer beauftragt, das Gewebe der Existenz selbst zu bewahren. Doch das Gewebe wurde gebrochen. Selbst jetzt schwelt die Erde im Ruin. Den Dämonenfürsten anheimgefallen und der Zerstörer formt unter seinen Auserwählten ein neues Reich. Man sagt, der Reiter Krieg habe die Apokalypse ausgelöst. Er sei zur Erde geritten und habe die Menschheit verdammt. Doch was ist mit den anderen Reitern, furchtlosen Durchsetzern des Willens des Reiches? Was ist mit Wut, Streit und Tod? Um diese Namen zu kennen, bedarf es erst eines anderen, die Neffen. Ein verfluchtes Bündnis aus Engeln und Dämonen. Die Neffen haben zahllose Reiche dem Schwert ausgesetzt und zu Asche verbrannt. Doch vier von ihnen wurden des Schlachtens müde und fürchteten, dass ihre Eroberung das Gleichgewicht gefährdet. Und es wurde ein Pakt geschlossen. Die vier würden dem Rat dienen und dafür unvorstellbare Macht erhalten. So entstanden die gefürchteten Reiter. Und ihre erste Aufgabe war, ihre eigenen Brüder aus der Schöpfung zu tilgen, die Nephilim auszulöschen, ihre Seelen zu vernichten. Richten wir nun unseren Blick auf den einen unter den vier. Nicht Krieg, der zu Füßen des Rates angekettet, seine Unschuld beteuert, sondern jener, der mehr als alles andere seinen Bruder retten will. Er hat viele Namen. Brudermörder, Henker. Wir nennen ihn Tod. Okay, okay. Schon krass. Sind Peter tot oder wie? Bin mal gespannt. Um Kriegsfreiheit auszuhandeln, schwor Tod, die Menschheit zu retten. Doch er wusste nicht wie. Zu finden.
Oh, finde die Möglichkeit, Krieg zu retten. Gut. Okay, also wir können jetzt mit dem hier so ein bisschen durch die Gegend galoppieren. Ja. Sieht eigentlich auch wohl ganz nice aus, so das Pferd. Ja. Oder was sagst du dazu? Hm, sieht doch ganz cool aus. Das kleine Pferdchen hier. Ja gut, dann werden wir mal schauen. Okay. Der Schleier. Rufung wegschreitet. Was war jetzt? Aha, ich kann auch abspringen. Kann ich den wieder rufen? Ah, okay. Das ist also so ein. So, was ist das? Ah. Wir rufen unser Pferd hier mal wieder. Wir wollen ja ein bisschen reiten. Ah, da können wir antreiben, damit es schneller läuft. Aber kann nicht ewig so schnell laufen. Okay. Ja. Schauen wir mal. Okay, hier musste ich jetzt was abspringen. Hier ist ein Moor. Komme ich hier gar nicht hoch. Hoffe direkt auf die Wand und springe mit X, um die Wand hochzuklettern. Ah, okay. Also. Jetzt haben wir natürlich Bösewichte. Die wir natürlich platt machen. Auszuweichen, also. Ja, ist schon nicht schlecht. Okay, also man kriegt dann auch Punkte dafür, so Münzen oder was das sind, da unten, wenn man die dann halt besiegt. Wahrscheinlich sind die Münzen ja dafür da, um stärker zu werden. Ah, man findet auch Ausrüstungsgegenstände. Aha, das ist cool. Wie angezeigt. Nehmen wir. Heilstiefel. Aber hier Verteidigung. Haben wir auch. Optionen. Da haben wir die Optionen, da haben wir die Waffen. Neue Zauber können wir lernen. Okay. So, die Karte. Ja, schon gut. So, da haben wir dann verschiedene Ausrüstungen, was man so nehmen kann wahrscheinlich. Ja. Anlegen. Das ist schön. Also, die Figuren werden angepasst nach der Kleidung. Ups, das war der falsche. Das ist schön, weil dann sieht man auch wenigstens so ein bisschen so anders mal aus, wenn man vielleicht schöne Sachen, gute Sachen auch findet, welche natürlich dementsprechend auch geil aussehen. Ja, aber das sehen wir dann. Ja. Kannst du auch irgendwie schneller laufen? Kann ich infizieren? Kann ich der Terror vorrufen? Da kommt ein Vogel geflogen. Aber er kann nicht wirklich schneller laufen. Danke fürs Zuhören. Für die Möglichkeit, Kiel zu retten. Erreiche die Spitze der dunklen Festung. Ja. Aber ja, ein Problem. Hier kann ich ja nicht vorher springen. Schräg auf der Wand zu und springe mit X. Und an der Wand lang zu laufen. Ah, das ist cool. Hau ich jetzt aber mächtig einen auf der Mappe. Oh, runtergefallen. Nur wegen Ihnen. Du bist dran schuld. Oh, eine neue Waffe. Nehmen.
Schaden. Ist aber dann ist man langsamer durch. Ja, das ist natürlich jetzt überlegen, ob man das wirklich machen sollte. Ob man dadurch, weil man ja langsamer wird. Man hat zwar einen stärkeren Schlag, ist aber langsamer. Daher. Okay. Heiltränke, ja sicher, den nehmen wir natürlich mit. Wäre blöd, wenn nicht. So, da haben wir auch wieder diese komische Wand. Krabbeln kann auch entlang. Was hat's denn Krieg für Arme? Spezialangriffe hat er drauf. Ja. Erinnert mich immer noch immer mehr an ein ganz bestimmtes Spiel. Nicht wahr, Leute? Na, wisst ihr, welches ich meine? Na, wer kommt drauf? Lass mal in die Kommentare schreiben. Als erster drauf kommt, bevor ich es ausspreche. Gib mir noch ein paar Sekunden. Wovon das sehr, sehr, sehr viel hat. Ist auch schon ein bisschen älteres Spiel. Das gab es schon für die PS1, glaube ich, ist es angefangen. Und gibt es mittlerweile für die PS4 auch. Ja, wisst ihr, was ich jetzt meine? Richtig. God of War. Ah, so ist das vom Aufbau her auch. Weil man hat halt dieses Prinzip hier einfach nur übernommen. Ein paar andere Charaktere reingesetzt und schon haben wir God of War. Finde ich jetzt zumindest. Klar, hier und da sind ein paar Sachen anders, wie zum Beispiel mit den Waffenskillen und Ausrüstungsskill und so. Das hat jetzt God of War natürlich nicht. Wo man hier sowas zum Beispiel finden kann. Ich weiß gar nicht, warum ich vorhin die Schuhe mitgenommen habe. Die sind ja schlechter gewesen. Ja, auf jeden Fall, sowas hatte God of War nicht. Man hat zwar nachher andere Waffen auch wohl gekriegt, aber auch nur durch ja, reine Skillen, durch Attribute halt. Aber nicht durchs Finden. Ja, ist aber immer mal was anderes. Das ist immer das, wenn man so die gleichen Sachen zu spielen wie GTA oder so. Das nehmen wir erstmal mit. Ist zwar auch langsam, aber vielleicht können wir sie in der Hand auch mal anders gebrauchen, weiß man ja nicht. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie so eine Möglichkeit. Ja, irgendwie Sachen zu verkaufen, zu tauschen oder andere Sachen zu machen damit. Das weiß ich ja nicht. Daher mal schauen. Und ja, alles ist nur Spekulation. Hau eigentlich immer nur drauf. Nur drauf und drauf und drauf und drauf und drauf. Gar nicht lange rumfackeln hier. Wahrscheinlich mit einer anderen Waffe werde ich die schneller töten. Jetzt bin ich gleich an überlegen, ob ich gleich noch mal erst die Waffe wechsle. Die macht 79, 91, die 81, 89, 66, 64. Ja, das ist natürlich dann die erste besser. Wie gesagt, wir sind natürlich langsamer. Hätte aber immer noch irgendwie die komischen zwei Schwerter in der Hand. Ah, der hat dadurch aussieht andere Attacken.
Also wird seine Waffe aufgebaut oder wie habe ich das jetzt verstanden? Also nicht er selber? Oder ist das die Zweithandwaffe? Ah, ist die Zweithandwaffe. Ah, darum. Das heißt, während er in Attacken macht er zusätzliche Kombos und so. Tja, und dann kommt das halt hinzu. Na, hier habe ich noch nichts mehr. Ja, darum geht das. Wo er dann die Zweithandwaffe überhaupt. Dann klettern wir mal da hoch. Ich sage ja, das will ich wie bei God of War. Kratos. Nö, den war jetzt nicht mit. Also Waffen finde mal wie die viele. Auch Ausrüstungsgegenstände generell. Kann natürlich jetzt dran liegen, weil ich auf einfach spiele. Oder normal. Unser erster größerer Gegner. Ein Eisriese. Ja, da habe ich wohl gedacht. Ja, natürlich ausweichen. Ja, aua. Du tust mich ja weh. Also wenn das jetzt wirklich ist jetzt auch ziemlich leicht das Spiel. Klar, muss man ein bisschen aufpassen. Ah, ich habe ja schon ein bisschen was verloren an Energie, aber ist jetzt nicht so gravierend für dich. Aber dafür ist, na, sind die Gegner doch ein bisschen schwach bis jetzt. Da ist die Tür aufgegangen. Hier ist ein bisschen Knete anliegen. Sonst nichts mehr. Ja. Der hat nichts gedroppt. Außer ein bisschen Geld. Hier ist mal mit gerechnet, ja, aber wenigstens was gut fallen lässt. Also an so welchen Wänden kann man nicht einfach so hoch. Soll doch mal lesen. Ja, mach ich doch. Aber nicht weit genug. Ach man. Was machst du denn da? Genau, so macht man das. Ach man. Ja, ich denke, hier muss er mal irgendwie wieder drehen oder machen und tun. Gucken, wo es hingeht. Auf jeden Fall hat hier schon lange keiner mehr aufgeräumt. Alles ist kaputt hier. Ja gut, Leute. Das war's erstmal jetzt für jetzt für Teil 1 des Spiels. Wenn ihr da auch Bock habt auf dieses Spiel und mehr sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vielleicht noch einen Kommi dazu, wie ihr das Spiel findet. Und falls ihr nicht abonniert habt, ganz schnell abonnieren und Glocke nicht vergessen. Ciao, 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 ciao.